Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword. In der letzten Folge haben wir hier, upsa, den Tempel des Himmelsblicks betreten. Und jetzt wollen wir uns mal in den tieferen, hallo, ich möchte gerne da unten die Spinnenweben noch wegschlagen. So, dankeschön. In den tieferen Dungeon reinbegeben, in der Hoffnung, da Spuren auf Zelda zu finden. Das heißt, wir räumen erstmal hier alles aus dem Weg, was uns irgendwie im Weg ist. Zum Beispiel diese Fledermäuse. Oder auch dieses Spinnennetz. Ich kann mal ganz kurz zeigen, nachdem ich die Fledermäuse da erwischt habe. Würden wir hier drin reinrennen, dann müssten wir die abschütteln. Dann würden wir sonst nicht freikommen. Deswegen wollen wir die immer aus dem Weg räumen. So, hier haben wir ein paar von den Bäumen, aus denen Geld rauskommt. Zwar nicht viel, aber ein bisschen Geld ist ein bisschen Geld. Da haben wir noch einen davon. Moment. Steuerung. Nice. 2 Rubine haben wir rausgekriegt. Hier sehen wir, ist eine verschlossene Tür. Das heißt, Moment. Nein, nein, noch nicht. Noch nicht. Wir wollen da oben den Dekuranja erstmal betäuben, bevor wir da hochklettern. Sonst erwischt er uns jedes Mal, wenn wir da versuchen, über die Kante zu klettern. Aktivieren mit einem Schlag diesen Schalter. Damit öffnet sich selbstverständlich die Tür da unten. Und hüpf, wir kommen tiefer in den Dungeon. Hier haben wir ein sehr schönes Rätsel, beziehungsweise ein sehr lustiges Rätsel. Wir haben hier dieses Auge. Und wenn wir mal schauen, dieses Auge verfolgt unser Schwert. Wenn ich das Schwert nach rechts bewege und wenn ich das Schwert nach links bewege und wenn ich das Schwert ganz schnell im Kreis bewege, dann ist es dem Auge ein bisschen zu viel. Dann kommt es nicht mehr weg. Und wie jedes andere Auge explodiert es einfach, wenn es überfordert ist. Man kennt es. Man kennt es. So, hier haben wir Dekuranjas, die von der Decke hängen. Die schalte ich am liebsten mit 2 Himmelsstrahlen hoch aus. Die Minen würde ich ganz gern aktivieren. Naja, egal. Dann aktiviere ich die Minen eben nicht. Zack, einer. Uch, der hat nicht gesessen. Und zack, 2. Dann hüpfe ich über die einfach drüber. Wunderbar. Wir haben ein bisschen wenige Samen. Das beunruhigt mich gerade ein bisschen. Und die, die wir haben, hallo, jetzt ist mein Interface wieder nicht da. Dankeschön. Danke, Spiel, dass du so funktionierst, wie du sollst. Moment, ich... Manchmal... Moment, hat es da gerade eben Samen gedroppt? Nee, schade. Ich dachte gerade, da hätte es Samen gedroppt. Na egal, das Herz nehme ich auch. Den Rubin nehme ich auch. So, wo haben wir die letzte Spinne? Da drüben haben wir die letzte Spinne. Die erwische ich doch auch so. Da muss ich doch nicht mal meinen Samen verschwenden für. Was droppt sie uns? Einen Rubin. Wie schon Dagobert Duck uns lehrte, wer den Kreuzer nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Hier hinten haben wir so ein paar Barrikaden. Die können wir klein hacken und hier kommen wir quasi wieder am Eingang des Dungeons raus. Das wäre jetzt ein kleiner Shortcut, falls wir sterben würden oder so. Weil wir dann am Anfang mit der Statue wieder anfangen würden. Beziehungsweise, wenn ich hier speichere, müsste ich doch eigentlich hier dann wieder anfangen. Naja, trotzdem, kleiner Shortcut nach hinten wird auf jeden Fall nicht schaden. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Hier müssen wir zuallererst nach hier unten. Da, ach so, das ist der Gegner oben, den ich da laufen höre. Oh, den blauen Rubin will ich haben. Und, ah, das kann ich auch mit dem Schwertschlag machen. Da spare ich mir jetzt... Link! Da spare ich mir den Samen. Mit einem Schwertschlag wird dieser Schalter aktiviert. Damit öffnet sich ein Stockwerk höher eine Tür. Zock. Durch die wir auch gleich mal schreiten werden. Jetzt muss ich nur noch... Huch! Hier irgendwie hochkommen, ne? Hier haben wir... Zack, ein Bockblin, der überhaupt kein Problem für uns ist. Da haben wir theoretisch auch einen Schalter, den wir schon mal aktivieren können. Ja, wenn mein Interface funktioniert. Hallo?
Jetzt geht's gar nicht mehr? Jetzt ist es komplett kaputt. Jetzt ist es wieder da. Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, dass es später mit Pfeil und Bogen besser funktioniert. Denn die benutze ich normalerweise relativ viel. Und wenn ich da dieselben Probleme hätte, wäre ein bisschen uncool. Wäre tatsächlich gar nicht so geil. So, wir gehen zuerst durch diese Tür. Schalten den Kollegen hier aus. Droppt mir was? Nein, er droppt mir nichts. Hier haben wir diese Spinnen, die den Weg versperren. Da kommen wir auch erstmal nicht dran vorbei. Allerdings haben wir hier... Ach, da war es gerade. Diese Lianen. Huch. Okay, das ist jetzt tatsächlich ungeil, weil ich ab jetzt... Das ist jetzt natürlich Worst-Case-Szenario. Kriege ich hier... Oh, ich kriege Samen raus. Nice. Das wäre jetzt eine Katastrophe gewesen, wenn ich jetzt keine Samen mehr... Oh, noch mehr. Keine Samen mehr gehabt hätte. Und wir wollen da hinten die Liane runterhauen. Allerdings... war das hier? Nein. Hier wollen wir erstmal... Ah, nein. Nein, 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 nein. Falsch. Wir wollen erstmal hier in die Mitte. Zack. Dann können wir zum einen mit gezielten Stichattacken diese Spinne hier ausschalten. Und da sie jetzt ausgeschaltet ist, hindert mich auch niemand mehr dran, diese Spinnenwebe zu zerstören. Stirb, Spinnenwebe. Stirb. Komplett. So, außerdem können wir jetzt hier rechts... Hallo, kriege ich meinen... Ding wieder. Wenn nicht, muss ich halt raten. Ha! Es war tatsächlich ziemlich gut geraten. Ich bin stolz auf mich. Und wir lassen sowohl in diesen Raum als auch in den Hauptraum etwas Wasser rein. Nein, ich will nicht die anvisieren. Ich will hier auf die Liane zielen, weil ich sehr ungern jetzt runterfallen würde. Dann nehmen wir ein bisschen Schwung. Und mit einem gewagten Sprung geht's hier rüber. Hier haben wir... Ich weiß nicht mehr, wie heißt du? Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Ich kann ja einfach kurz... Ein Tetranja, richtig. Diese aggressive Pflanze ist in Wäldern verbreitet. Ja, die kann sich nehmen, die kann ihr Maul nämlich auf verschiedene Arten öffnen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es kann sein, dass wir so einer schon begegnet sind. Und... Ich... Nein, jetzt hat sie sich... geändert. Das war komplett falsch. In die Richtung wird sie ihr Maul tatsächlich niemals öffnen. Huch! Was sind gerade? Nein, in diese Richtung wird sie auch ihr Maul niemals öffnen. So. So, jetzt. Dankeschön. Mensch, die hat mal wieder viel zu viel ausgehalten. Moment, für den Rückweg kann ich ja schon mal... Einfach dich auch ausschalten und den Weg hier ein bisschen freihauen. Hier haben wir noch eine Tafel. Die Tafel sagt, triff die Juwelen, die auf der Karte mit X markiert sind, finde die Karte in der zentralen Kammer. Danke dafür, Spiel. Die zentrale Kammer ist übrigens die, aus der wir gerade hergekommen sind. Allerdings müssen wir diesen Weg hier nehmen, um an die Karte zu kommen. Die ist nämlich hier. Give, please. Da. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Genau, das hier ist der Dungeon. Ihr seht, er ist nicht sonderlich groß. Wie gesagt, ist ja auch der erste Dungeon. Die sind ja oft nicht so komplex. Sie weist dich außerdem auf Schatztruhen hin. Behalte sie deshalb gut im Auge. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast nur eine Karte des Gebiets erhalten. Rufe sie durch Drücken vom Plus auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen oder Schatztruhen befinden. Und ob diese geöffnet, versperrt oder ungeöffnet sind. Symbole wie X markieren genannte Stellen. Ich weise dich jedoch darauf hin, dass du an Orten wie diesem keine Signallichter setzen kannst. Wird eh nichts bringen, wenn ich jetzt in einem anderen Raum Signallichter setzen würde. Das würden wir eh nicht sehen. So, dann bewegen wir uns mal in den anderen Raum, den wir vorhin geöffnet haben. Hier haben wir zum einen wieder ein Spinnennetz. Geh, weiche. Und wir haben Spinnen.
I. Diese Spinnen sind tatsächlich sehr eklig zu bekämpfen. Die müssen wir so seitlich anhauen und hoffen, dass sie sich so drehen, dass sie ihren Bauch zu uns strecken. Aber ihr seht, hier gibt es kein Rüberkommen. Das heißt, wir müssen uns da einen alternativen Weg... Hups, die Türen der Kammer zur linken und zur rechten trifft die Juwelen einmal oben, einmal unten. Ja. Wir müssen uns jetzt einen anderen Weg suchen, um weiterzukommen. Hier ist ja gar nichts, hier ist ja gar nichts. Oh, da ist ja was. Hier geht es nämlich rein. Und hier können wir mit Hilfe unserer Schleuder... Wenn... mir mein Ding wieder angezeigt wird... Wunderbar, diesen Schalter aktivieren. Und damit läuft der Saal komplett voll. Und wir können hier dieses Efeu greifen, was wir sonst nicht hätten erreichen können. Das ist quasi unser... Upsa. Unser Rückweg. Hä? Rubin? Wo war gerade... Ich habe doch gerade einen Rubin gehört. Naja. What ifs. So, dann wollen wir jetzt hier rüber. Da oben sind keine Spinnen, ne? Nee, sieht nicht danach aus. Hier einmal... Ah, Spinnen! Uncool, uncool, uncool. Okay, alles gut. Und jetzt... kommen wir hier auf die andere Seite, auf die wir vorher nicht gekommen sind. Wir haben wieder... eine... von den Spinnen. Ah, jetzt hat sie mich erwischt. Aber ihr Bauch ist... Hallo, Weep Motion. Ich stach nach vorne. Ich mach da eine Stechattacke. Kriegen wir hier noch ein paar... Okay, ein Herz. Rubine ist auch okay. So, hier seht ihr schon, haben wir zwei von den Augen. Das heißt, wir müssen uns... in die Mitte stellen, damit beide aktiviert werden. Und dann dieselbe Prozedur wie beim letzten Mal. Und in dieser Schatzkiste befindet sich ein kleiner Schlüssel. Damit verlassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber auch nur ein einziges Mal verwenden. So, ein Blick auf die Dungeon-Karte sagt uns... Da ist eine leere Schatzkiste, da ist eine Vogelstatue, da ist eine verschlossene Tür. Logischerweise, haben wir ja vorher schon gesehen. Huch, waren hier nicht Spinnen dran? Sind die jetzt alle elendig ertrunken? Ha, es sind Spinnen, von daher ist es nicht schade drum. So, einmal hier in den Hauptraum. Und dann würde ich sagen, was hinter dieser Tür liegt, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao. Ups, da habe ich gerade meinen Nunchuck bewegt und mein Schild rausgeholt.